Guten Morgen. Ich bin in Marienheide, im Bergischen Land. Bin mit dem Auto hierher gefahren. Ein relativ trüber Samstag, aber hier gibt es eine Runde, die nennt sich Wasserquintett. Habe ich mir schon lange vorgenommen, aber wegen der noch längeren Anfahrt von zu Hause, circa 1,5 Stunden mit dem Auto, habe ich da bisher immer so ein bisschen weggeschoben. Heute gehe ich es mal an. Wasserquintett, wie der Name schon sagt, an 5 Stauseen oder Seen soll es vorbeigehen. Und die Route hat eine Form einer 8. Ich werde also einen Streckenabschnitt zweimal befahren. So, ja, genau. Ich muss erstmal wach werden und loskommen. Das ist dann anscheinend das erste Gewässer. Der Beschilderung nach der Brucher See. Sechs Kilometer gefahrene Strecke und das erste Mal, dass ich einen ständig lauten Autoverkehr bei mir habe. Entweder durch Ortschaften oder an Landstraßen, an vielbefahrenen Landstraßen entlang. Zwar meist mit dem Radweg, aber irgendwie so richtig Begeisterung will bei mir auf den ersten Kilometer noch nicht aufkommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Und das erste Mal verfahren. Der Radweg zweigt anscheinend vor den Bahngleisen ab, über die ich eben gefahren bin. Hat 200 Meter gebraucht, bis ich es gemerkt habe. Da haben wir den Salat. Der Weg endet hier. Da soll es weitergehen. Das ist ein Trampelpfad, den versuche ich. Und ich glaube, wäre ich eben, wo ich dachte, ich hätte mich verfahren, auf der Straße geblieben, auf die komme ich gleich wieder, dann wäre es einfacher gewesen. Naja, waren ein paar schöne 100 Meter hier durch den Wald. Übrigens, den Track habe ich mir bei der offiziellen Webseite Wasserquintett runtergeladen. Also, mit Vorsicht zu genießen. Wird schon irgendwie gehen. Da musste ich jetzt gerade sogar Gleise überqueren und lande, wie ich vermutet habe, genau auf der Straße, die ich eben schon fast durchgefahren wäre. Naja. Gewässer Nummer 2, Lingesee oder Lingesee-Talsperre. Bin jetzt mal kurz hier zur Staumauer abgebogen. Solche Bauwerke finde ich ja immer sehr imposant. Bei der Gelegenheit habe ich hier eine schöne Bank entdeckt. Es ist eh Mittag, dann mache ich gerade Pause.
Heute Mittag mache ich mir so ein schönes Paket chemischer Asia-Instant-Nudeln. Die Sonne kommt gerade raus. Könnte schlechter laufen. Die Nudeln lasse ich mir jetzt schmecken und das Kaffeewasser habe ich auch bereits aufgesetzt. Gleich schließt sich der erste Kreis, dieser 8, die ich ja hier fahre. Und dann geht's auf den zweiten Kringel. Also erstmal bin ich wieder in der Nähe von Marienheide, wo ich heute Morgen gestartet bin. Klasse! Das sieht doch ganz nach Bahntrasse aus. Die Bahntrasse habe ich jetzt wieder verlassen und gehe jetzt auf die nördliche Schleife. Mit der Erfahrung von heute Morgen hatte ich ja gerade schon wieder Zweifel. Dieser Single Trail, der ein richtig ist, aber mir kamen zwei Radler entgegen und hier bin ich wieder auf der Straße. Da sehe ich schon die nächste Talsperre, habe aber noch keine Ahnung, wie die heißt. Die Kerspe-Talsperre war das also. Möglicherweise komme ich ihr auch gar nicht näher als eben, weil jetzt im Moment entferne ich mich auch schon wieder. Inzwischen ist die Strecke deutlich angenehmer als am Anfang. Es geht über kleine Dörfer, einzelne Gehöfte, ganz ruhige, meist asphaltierte Straßen dazwischen. Das ist doch schon schön und angenehm. Ab und zu kommt außerdem die Sonne raus und das macht dann doch Spaß. Also es ist doch schon eine schöne Gegend hier. Ich fahre seit Kilometern immer wieder so leicht bergauf, bergab, über ganz einsame Landstraßen oder Wirtschaftswege, ab und zu mal ein paar kleine Dörfer, ein paar kleine Höfe, Gehöfte. Sehr schön, doch.
Ich fahre hier gerade durch Radevor im Wald. Ich glaube, wenn ich hier raus bin, suche ich mir noch mal einen Platz für eine Pause. Noch gar nicht richtig aus der Stadt raus. Und dann finde ich mich hier auf einer Bahntrasse wieder. Sehr schön. Na, da habe ich doch einen prima Pausenplatz gefunden. Und die Sonne scheint auch schon wieder mal. Ich habe mir wieder belegte Fladenbrote, Schlemmerschnitte gebastelt. Ei, Gurke, Tomate, Käse, viel Remoulade. So muss das sein. Frisch gestärkt und ausgeruht geht's weiter. Ich glaube, jetzt kommt der nächste See. Nummer 4, glaube ich. Eindeutig der nächste See, aber ich weiß wieder mal nicht, welcher es ist, beziehungsweise wie er heißt. Mal gucken, ob ich noch ein Schild finde. Wäre das damit auch geklärt? Die Wuppertalsperre. Von der letzten Brücke der Talsperre war der Weg dann doch etwas schwieriger. Sehr holprig, ganz dicke Steine ragten aus dem Boden und steil bergauf. Dazu stellenweise auch noch ein bisschen nass und ausgewaschen. Ich konnte alles durchfahren, aber war nicht ohne. Ein paar hundert Meter ordentliche Steigung. Und kurz danach bin ich jetzt schon wieder auf einer von diesen einsamen Landstraßen, Landsträßchen, die hier zwischen den Dörfern und Höfen verlaufen. Nachdem ich die Wuppertalsperre verlassen habe, bin ich jetzt in Hückeswagen. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, noch meine Jacke auszuziehen. Es ist dann doch durchgehend sonnig jetzt und schön. Eindeutig eine Bahntrasse. Dann geht's jetzt für mich durch Wipperfürth. Da bin ich jetzt. Und dann geht es hier rüber nach Marienheide. In Marienheide, da steht mein Auto. 13 Kilometer.
Bahntrassenradeln ist vom Profil her und der Streckenbeschaffenheit ja meistens eine schöne Sache. Aber man radelt doch immer durch den grünen Tunnel und sieht nur ab und zu mal was rechts und links. Hier war ich heute schon mal. Da bin ich abgebogen, als ich von der Südschleife kam, hier auf die nördliche Schleife. Das heißt, ich bin bald wieder am Ziel. Kilometer und 840 irgendwie Höhenmeter nachher werden es werden und sehr, sehr unterschiedlich. Also das Bergische Land erstmal ist schön. Die ersten 5-6 Kilometer, da dachte ich, das gibt nichts. Boah, nur an Straßen lang, begleitender Radweg, aber laut, viele Autos und Verkehr und naja. Dann wurde es aber nach und nach immer besser und immer ruhiger. Und ein Großteil der Strecke ging wirklich hier übers Land. Ich sag mal, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Einzelne Höfe, kleine Dörfer, einsame Landstraßen. Eigentlich immer gute Oberfläche, fast immer Asphalt. Immer schön rauf und runter, hier und da mal ein paar schöne Aussichten. Super. Und als ich dann quasi die nördlichste Spitze meiner Runde erreicht hatte, da ging das los mit den Bahntrassenwegen und jetzt hier die letzten 20, 25 Kilometer vielleicht, eigentlich nur Bahntrasse. Super Radeln, ja, extrem unterschiedlich. Wasserquintett heißt die Runde ja. Ich glaube, 4 von den 5 Seen habe ich irgendwie mitgekriegt, 3 davon recht deutlich und sehr schön, einen nur so in weitem Vorbeifahren und den 5. habe ich anscheinend irgendwie verpasst. Finde ich aber nicht schlimm. Es geht mir ja ums Radfahren in schöner Umgebung und das hatte ich heute auf jeden Fall. Ich fahre dann jetzt noch bis zum Auto und da ist dann Schluss für heute. Dann fahre ich wieder nach Hause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.